Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Pokémon Sonnen, ja, meine Damen und Herren. Wo wir mal gucken wollen, was an dieser wunderschönen Farm heute so geht. Der Obama-Farm mit der Mumu-Weide. Die berühmt-berüchtigten, beide. Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft. Du kommst wie gerufen. Was ein Zufall. Komm mal mit, es ist gerade ein Captain hier. Ja, wie jetzt? Und jetzt muss ich gegen ihn kämpfen, auf einem Bauernhof. Geile Scheiße auch. Also ich dachte eigentlich, wir könnten jetzt hier so ein bisschen irgendwie Stardew Valley spielen oder so, aber... Scheinbar nicht. Guten Tag. Also zumindest einer von uns beiden freut sich, mich zu sehen. Und du so. Du willst mit Sicherheit, wir kennen dich ja eigentlich schon. Das macht gar nichts. Du willst trotzdem keine Bewandtnis spielen. Die sind alle so freundlich irgendwie. Denn dass keiner von denen böse ist, wundert mich ein bisschen, abgesehen von den Skull-Typen. Wie geht's, wie steht's? Mumu-Milch von der Obama-Farm ist wirklich das Beste. So cremig und erfrischend. Ja. Und erst die helle Soße. Oh, und erst die helle Soße, die man daraus machen kann. Unbeschreiblich gut. Oh, okay. Sonst noch irgendwelche dunklen Geheimnisse, die du uns irgendwie verschwiegen hast. Da wir uns über den Weg gelaufen sind, hier, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Als hätte ich dann nötig. Meinst du, das brauche ich, um dich zu schlagen? Bisbark wird nun per Pokémobilfunk dabei gerufen. Wer zur Hölle ist Bisbark? Das ist dieses Pokémon, das quasi wie Fürst von Bismarck quasi. Mit dem Bisbark-Detektor kannst du Items aufspüren, die unter der Erde vergraben sind. Dieser Slogan vom Pokémobil sagt alles aus. Hältst du den B-Knopf gedrückt, wirst du mit Items beglückt. Spring auf und probier es selbst aus. Hier in der Gegend liegt einiges vergraben. Am Plätscherhügel hinter Route 5 findest du meine gute Freundin Tracy. Grüß sie von mir. Okay, danke. Route 5 ist ein beliebter Ort für junge Trainer. Ja, danke, dass zumindest irgendwer mich mal jung nennt. Also, wird ja quasi auch mal Zeit. Die Typen habe ich mir sagen lassen. Shortcutten auf einen Dingsbums, wenn ich jetzt quasi... Was muss ich denn machen? Wie kann ich den jetzt shortcutten? Irgendwie kann man die Shortcutten irgendwie und dann kommt man da schneller ran. Aber ich weiß noch nicht so ganz wie. Macht aber gar nichts. Warte mal, wo ist denn... B ist hier und das soll... Ach du Scheiße. Was ist der für eine geile Sau? Da müsste man ja optisch eigentlich schon fast irgendwie mal... Hi. Hier ist jetzt ein Item, oder was? Jetzt? Ach, muss ich jetzt in die richtige Richtung? Ah, ich muss dann noch in die richtige Richtung gehen. Tafelwasser! Da hätten wir natürlich jetzt nicht einfach aus dem komischen Brunnen daneben können, der zu unserer Linken ist. Das wäre natürlich vollkommen albern gewesen. Ist jetzt in jedem Gebüsch was? Nein, das ist nicht in jedem Gebüsch. Hallo? Wieso denn? Wo denn? Ach hier, sagst du, hier soll ich mal graben. Mumu-Milch. Ja, dann, danke dafür, Mr. Suchmensch-Typ. Muss ich das jetzt suchen? Hallo? Kann ich mit dir reden? Ja, kann ich. Das Wuffel, das ich per Tausch erhalten habe, will einfach nicht auf mich hören. Hätte ich doch nur mehr Stempel auf meiner Inselwanderschaft gesammelt. Ja, ist halt nicht jeder so klug wie ich und macht das direkt von Anfang an, obwohl ich keine Ahnung habe, wovon du redest, Mr. Madame-Typ. wo ist denn jetzt diese ominöse Route 5 von der... Moment. Wir sind einem Item auf der Spur, habe ich gesagt. Scheinbar nicht. Das macht gar nichts. hau mal erstmal wieder ab hier. Pass mal auf. Wir laufen lieber so weiter. Wir sind ja nicht faul. Wir gehen lieber durch das hohe Gras. Hier sind bestimmt wichtige Tiere. Kann ich hier rein? Kann hier nicht rein. Moment, stopp. Das kann ich aber wahrscheinlich einsammeln. Zygadewürfel, ein geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Ja, fantastisch. Wozu das wohl noch so führen wird? Ich habe keine verdammte Ahnung, aber... Wir werden es vermutlich früher oder später rausfinden. Hoffe ich. Also das ist zumindest das, was ich... hi. Dich brauche ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist auch quasi zu spät, Freund. Also... Ja? Level 12, ja. Ja, wir machen einfach mal den hier. Ich war übrigens natürlich in der Zwischenzeit mal so frei nach dem Trainerkampf in der letzten Episode, da zum Ende der letzten Episode nochmal kurz meine Pokémänner wieder aufladen zu gehen, den Pokés hinterher. Und dann fluppt das, weil wir sind ja quasi, weißt du, angeschlagen gewesen. Man darf das ja quasi dann nicht unterschätzen. Muss ich hier lang? Hi. Du hast mit Sicherheit überhaupt keine Bewandtnis. Bist du einfach denn, die lauern dir so auf? Kümmerst du dich gut? Die lauern dir auf und fragen mich, ob ich mich gut um meine Pokémänner kümmere. Ja, tue ich. Danke der Nachfrage. Also ich habe zwar noch keinen davon irgendwann in irgendwelchen Pokepausen oder so, Pokémon-Züchter Laurent fordert mich heraus. Heilige Scheiße. Ja, wenn der Laurent ankommt, dann passen wir mal besser auf. Schon wieder ein paar Puli. Ja, das ist ja, wo hast du den denn gefangen? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Das ist ja sehr kreativ, dass der hier rumsteht und einfach ein paar Puli hat. Geil auch. Also, ja, bin ich ja schon quasi beinahe... Ich wäre quasi beinahe neidisch, wenn ich nicht selbst auch einen Esel hätte. Ja, das war noch Kaffee heißt. Also, oder Kefken, Entschuldigung. Wie konnte ich nur... Oh. Ja, aber das hält sich dann doch stark in Grenzen. Nein! Es hielt sich in Grenzen, bis du zweimal angetroffen hast, du Schummel. Nee,
Kriegst du nämlich mit meinem Schnabel auf die Fresse. So, hast du jetzt davon. Hättest du dich mal nicht mit mir angelegt. Dann wären wir nämlich jetzt beide Freunde gewesen und du kein doofer Esel. Fantastisch, danke. Ich weiß, ist beeindruckend. Das Niveau, auf dem wir hier arbeiten. Es reicht wohl nicht, seine Pokémon nur zu füttern. Als Trainer muss man auch ihr Talent fördern. Kurz gewinnt 600... Ja klar, entschuldige mal, wenn ich irgendwas kann, dann Talent fördern von Pokémonern. Ich bin ja kein Amateur. So, was führt das jetzt hier? Warte mal, ich bin aber noch nicht auf der Route. Was hab ich jetzt schon durchgelesen hier? Ein Ritt auf Bismarck lohnt sich immer. Es kann verborgene Items für dich finden. Ja, danke auch. Habe ich quasi mitgekriegt. Ist hier noch irgendwas versteckt? Hier sind. Doch. Das ist ja nicht umsonst hier. Äther. Ja, dann haben wir ja quasi nochmal Glück gehabt. Ich weiß zwar nicht, was der Äther so tut für mich, aber vielleicht ist er ja quasi genauso effektiv wie der Nether in Minecraft. Und ihr so. Guten Tag. Ist okay. Ja, nee, ich merke schon. Das Dorf ist definitiv dafür bekannt, dass es mit seinen Pokémon gut zusammenlebt und stellt sie dann einfach als Vogelscheuche in den Weg. Pokémon-Hort. Hier werden Pokémon-Eier gefunden. Aha. Pokémon-Eier, ja. Habe mir sagen lassen, dass sie wohl ziemlich nützlich sei. Hallo. Ihr versteht euch, ja? Ma. Hi. Gibt man zwei Pokémon derselben Art in Pflege, werden schneller Eier gefunden, wenn beide unterschiedliche Originaltrainer haben. Aha. Stehe. Du da! Benutze das hier. Das ist alles so direkt und offen. Benutze das hier, um die Kraftreserven deiner Pokémon freizusetzen. Das kommt gut. Kraftreserve. Ja, danke. Ich weiß noch nicht, was das Ding jetzt kann oder so, aber wir werden dann mit Sicherheit mal irgendwann recherchieren. Besitze die Gabe, den Typ der Kraftreserve zu erahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve erlernt, weiß ich genau, welchen Typs diese sein wird. Keine Ahnung, weshalb ich über diese Fähigkeit verfüge. Aber wo ich sie schon mal habe. Ich demonstriere mein Können gerne an einem Pokémon deiner Wahl. Klar, was auch immer ist meine Aufgabe. Keine Ahnung. Mach mal hier klar oder so. Ich weiß ja gar nicht, was eine Kraftreserve macht. Würde dieses Pokémon Kraftreserve erlernen, dann wäre die Attacke vom Typ Elektro. Bei einem Elektro-Pokémon. Ist das jetzt bei jedem Pokémon so? Oder ist das jetzt ihr Talent zu erkennen, was für ein Typ mein Pokémon ist? Ich muss erstmal gucken, was dieses TM macht. Das interessiert mich jetzt gerade. Was kann denn? Was kann denn Typ? Vielleicht ist das ja der erste, warte mal, wie hieß es? War das jetzt Kraftschule? Nee, Kraftreserve. Der Typ dieser Attacke hängt vom jeweiligen Pokémon ab, das sie einsetzt. Ja, Moment. Das kann ich jetzt einfach so lernen, damit kann ich jetzt einfach so... Aber da muss ich natürlich jetzt gucken, dadurch, dass sie ja quasi physisch ist, müsste ich das ja jetzt auf irgendwen machen, der dann quasi physisch angreift. Aber, keine Ahnung. Werden wir uns dann bestimmt irgendwann mal mit beschäftigen. In den Kommentaren, welches Pokémon muss unbedingt Kraftreserve erlernen? So. Ich mach's mir jetzt einfach mal einfach. In anderen Fernregionen gibt's eine Einrichtung, die man Pokémon-Pension nennt. Dort kann man seine Pokémänner abgeben und sie trainieren lassen. Bei uns in Alola gibt's nur den Pokémon-Hort. Wir trainieren Pokémon nicht und bringen ihnen auch keine neuen Attacken bei, aber immerhin ist der Service preiswert. Und weißt du was? Wenn wir uns um zwei Pokémon kümmern, dann finden wir manchmal auf wundersame Weise ein Ei. Ich muss dir jetzt nicht erklären, wie das funktioniert, oder? Und niemand weiß, woher sie kommen. Scheinbar doch, okay. Wo wir gerade dabei sind, möchtest du diese Eier haben? Habe es heute Morgen gefunden. Klar, was auch immer das für ein Ei ist. Ei erhalten. Ja, danke auch. Gott sei Dank. Muss ich die jetzt im Team haben, oder wie funktionieren die Dinger? Wohin soll das Ei geschickt werden? Das muss ich jetzt tatsächlich ins Team packen. Ich pack das jetzt erstmal in die PC-Box. Ich weiß, dass ich die mitnehmen sollte und damit die Dinger schlüpfen. Allerdings weiß ich nicht, was da rauskommen kann. Das ist jetzt eine gute Frage. Vielen Dank, aber zerbricht es nicht, okay? Bin gespannt, was einmal daraus wird. Obwohl ich noch nie davon gehört habe, dass ein Ei zerbricht, bevor etwas schlüpft. Pokémon schlüpfen aus Eiern, wenn man sie im Team bla bla. Das liegt bestimmt an der Kraft, die von anderen Pokémon an das Ei weitergegeben wird. Ja, sicher, woran auch sonst. Also, da muss ich mich erstmal noch ein kleines bisschen mit beschäftigen. Wie gesagt, ich habe gelesen von euch, dass man die wohl besser mitnehmen sollte. Allerdings weiß ich nicht... Weil das Ding ist, dadurch, dass man... Ist die Wahrscheinlichkeit groß, das ist jetzt meine Frage, dass da irgendwas drin ist, von dem ich sage, boah, cool, dafür werde ich jetzt mein Team sprengen. Das ist jetzt die Frage, weil wenn nicht, dann, weiß ich nicht, ist ja zwar lustig, wenn die schlüpfen, aber abgesehen von der Überraschung, was da rauskommt, hätte ich davon ja nicht allzu viel. Willkommen im Poké-Hort. Jeder kann ihre Pokémon bei uns in Pflege geben. In letzter Zeit kommt es, jetzt haben wir gerade schon mal, ja, ist okay, sehr seltsam. Wenn du uns deine Pokémon anvertrauen möchtest, dann sprich drinnen einfach mit meiner Schwester. Hi. So, was jetzt? Plätscherhügel Avenue Royal. Oh, Moment. Hallo? Wer ist das denn? Wen haben wir denn hier Schönes gefunden? Ist das irgendwas Tolles? Münzamulett.
Also es sorgt bestimmt dafür, dass ich mehr Geld verdiene, ne? Wenn ich jetzt raten müsste, das sorgt garantiert dafür, dass ich mehr Geld verdiene. Muss das dann... Funktioniert das nur, wenn ich... Sind die Dinger hier drin? Ich habe keine Ahnung mehr, wo die drin stehen. Funktionieren die Dinger nur, wenn die... Item von einem Pokémon getragen wird und das doppelte Preisgeld bringt, wenn der Träger am Kampf teilnimmt? Das war meine Frage. Das heißt... Ja, ich meine gut, dadurch, dass der jetzt hier gerade sowieso nichts angezogen hat, kann ich ihm das ja mal geben. Für den Fall, dass er dann mal am Kampf teilnimmt, können wir dem das ja dann quasi... Dann hätten wir da was von. Wenn nicht, dann haben wir ja zumindest auch erstmal nichts verloren. Du willst kämpfen, sagst er. Du suchst... Ich weiß zwar nicht, wonach du suchst, aber ich stelle mich dir einfach entgegen. Sei gegrüßt, Junge auf Inselwanderschaft. Sieh dir mein Kind an. Macht man das so gewaltsam, Mr. Michael Jackson? Ja, keine Ahnung. Wir nehmen das dann mal so hin. Hi. Ja. Gentleman. Ach so. Ein Gentleman, das mir einfach sein Kind unter die Nase reibt und sagt, sieh es dir an, du blöder Penner. Kunze, ja. Hi. Du siehst sehr, sehr finster aus. Er ist bestimmt ein Geist. Wenn ich jetzt... Oder Kampf. Kampf, Geist, keine Ahnung. Da müsste man dann jetzt raten. Die Alternative dazu wäre jedes Mal nachzugucken. Wen nehmen wir denn? Ich versuche es einfach mal Flug. Ich versuche einfach mal Flug, so für den Fall, das vielleicht funktioniert es jetzt schon. Vielleicht haben wir ja quasi schon Glück. Oder Gift könnte natürlich auch sein. Moment, stopp. Was war das jetzt? Sobiris. Wahrscheinlich ist es wirklich ein Geist. Schützt sich selbst. Okay. Dann versuchen wir mal was anderes. Vielleicht Unlicht? Warte mal, Sean, komm zurück. Was war jetzt dieser komische, dieser Kameraschnitt da plötzlich? Das war sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ja, Pika dich auch, Alter. Kratzfurie. Au. Das macht bestimmt jetzt wieder mehrfach. Ja, ja. Statik wirkt. Ja, jetzt ist das jetzt auch davon. So, jetzt, guck. Jetzt mal besser nicht gemacht. Jetzt hör doch mal auf, Mann. Danke. Dass ich auch nochmal irgendwann mitspielen darf. Ist sehr, sehr entgegenkommend. Danke. Macht das jetzt irgendwie... Aua? Also auf jeden Fall ist er dagegen, war er schon mal nicht immun. Scanner, ja. Okay. Man könnte jetzt natürlich anhand der Augen schon wieder denken, dass er irgendwie... Schützt er sich vor allem, oder was? Was? Gegen was ist der denn nicht geschützt? Woher soll ich das denn wissen? Muss ich jetzt tatsächlich nachgucken. Okay, von mir aus. Also der Typ scheint Unlicht und Geist zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie man dem jetzt entgegenkommt, aber wir werden einfach mal versuchen, irgendwas Tolles zu machen, wie zum Beispiel... Habe ich nicht auch irgendwo... Nee, Moment, Unlicht hat er hier. Bringt mir das jetzt sowas, wenn ich jetzt Unlicht einsetze? Wahrscheinlich nicht, oder? Macht das überhaupt Schaden? Hallo, das macht scheinbar keinen Schaden. Ein Versuch war es immerhin wert, oder nicht? Fantastisch. Oh, jetzt mache ich Schaden. Ach, war das die ganze Zeit jedes Mal, wenn ich diesen Schlecker-Dingsbums da hatte, oder was? Das heißt, ich kann den normal eigentlich angreifen, hatte aber die ganze Zeit Pech, dass er jedes Mal davor diesen dummen... Ach, jetzt hat er wieder seinen Scanner und schützt sich jetzt. Vor der Attacke, die ich habe, wahrscheinlich. Okay, also hat es gar nichts damit zu tun gehabt, dass ich irgendwie nicht getroffen habe, sondern mit seinem komischen Angriff. Kann ich das irgendwie verhindern, dass er das tut? Das wäre fantastisch, aber er wird wahrscheinlich jetzt dann auch tot sein, hoffe ich. Ja, danke. Was ist ein nerviger kleiner Gegner? Das ist eine sehr, sehr... Meiner Meinung nach eine sehr, sehr nervige Fähigkeit. Kefken, der Level 16, oder erreicht von mir aus auch. Er lernt aber mit Sicherheit auch. Gentleman Kunze wurde besiegt. Du wächst so schnell heran, unglaublich. Tschüss, du dummer Arschkrampe. Den mochte ich jetzt nicht so. Also, wobei das schon fast eine Strategie wäre, die man für so Amateure wie mich reicht hat wahrscheinlich schon. Ich gehe jetzt mal einfach Richtung Plätscherhügel. Ist auch ein Trainer? Du bist kein Trainer. Wenn du Route 5 folgst, gelangst du irgendwann zum Plätscherhügel. Dort findest du die Prüfung von Captain Tracy. Oder beziehungsweise die findet da statt. Ja, dann werden wir wohl mal so langsam aber sicher gen diese Richtung gehen, ne? Würde ich mal raten. Ja, da sehe ich auch, dass das richtig ist. Auf der Minimap sehe ich den Zielpunkt da. Dieser alte Herr hier gibt alles dafür, dass ihr Kinder die Inselwanderschaft heil übersteht. Als Prüfungshelfer ist es meine Aufgabe, die Stärke der Teilnehmer zu testen. Sag ich mir doch erstmal, wie du alle anderen Trainer auf Route 5 bist. Okay, ist okay. Achso, Moment, muss ich dann jetzt am Ende zu dem zurückkehren, oder ist das nur der Boss, dieser Boss-Charakter von der Route da? 1 und 1 ist 2. Oder doch 3? Vielleicht sogar 4? Werde nicht verlieren, ich muss nur fest genug dran glauben. Ja, red dir da ruhig ein, mein Kind. Okay, komm ich schon mit klar. Wenn du dir dann meins einreden zu müssen, das ist der erste Teamfight, ja? Zwillinge Franzi und Lea fordern mich heraus. Oh mein Gott. Muss ich jetzt auch mit 2 kämpfen, oder wie läuft das jetzt? Fluff und den anderen Typ da. Hallo. Ostern ist noch nicht, mein Freund. Ach, der wählt dann jetzt immer die ersten beiden, die in dem Team sind, ja? Das heißt, es wäre ja wahrscheinlich nicht unklug. Ich mache jetzt, ich hoffe jetzt mal einfach, dass den das irgendwie direkt umbringt. Nicht unklug, irgendwie dafür zu sorgen im Prinzip. Mach ich jetzt erstmal.
dafür zu sorgen, dass die beiden, dass irgendwie an zweiter Stelle zumindest auch ein starkes Pokémon ist. Also auch aufpassen, weil nicht so unwichtig. Ja, das ging ja dann jetzt noch so gerade eben. Sehr schön. Hat er auch 76 Erfahrungspunkte dafür, dass er einfach nur daneben steht. Gut, wobei die anderen sind ja nicht mal mehr im Kampf. Kriegen trotzdem Erfahrungspunkte. Darüber beschwere ich mich komischerweise nicht. Macht gar nichts. Ja. Habt ihr wohl nicht fest daran geglaubt, dass ihr nicht verliert, ne, ihr kleinen Schwachköpfe? Oh, jetzt. Oh, jetzt. Kriegen wir irgendwie hier Weiterentwicklung? Ne, mit Level 25 oder so? Ne, kriegen wir nicht. Schade. Ich hätte es jetzt genommen, aber wer nicht will, der hat schon. Ich glaube, dass ein paar von uns im Team... Rechnet es nicht gerade meine Stärke. Hurra! Verloren und verloren. Er gibt doppelt verloren. Hurra! Zumindest sind die meisten Gegner dann im Verlieren immer noch sympathisch in diesem Spiel. Es ist sowieso so ein Spiel, genau, es ist so... So glücklich irgendwie. Route 5. Verworrener Weg mit Stufen. Danke für den Hinweis. Und was geht hier so? Ach, hier... Moment. Wo muss ich denn jetzt lang? Geh mal davon aus, dass das jetzt hier erstmal einfach nur quasi... Bonusweg ist, ne? Dass hier jetzt irgendwie vielleicht ein paar Items irgendwo versteckt sind. Hier kann ich scheinbar noch nicht durch. Oder offensichtlich. Da oben ist noch ein TM, den ich jetzt dadurch leider auch nicht einsammeln kann. Danke. Oder oben ist ein Team Skull Team. Heilige Scheiße. Als Züchterin muss man die Stärken seiner Pokémon entdecken und fördern. Okay, erzähl mir bitte mehr. Erleuchte mich mit deinem Wissen, Alter. Hi. Und du so. Züchterin Manuela. Oh, da bin ich ja raus. Ja, dann lass mal lieber die Finger von Emanuela. Bungus, ich hab jetzt was ganz anderes gelesen, was ihr aber nicht... Hallo. Du bist ein Typ mit Pilzen auf dem Kopf. Also quasi Pilzception. Ich würde sagen, aber der hat auch mal Gedingsbums. Der wird ja wahrscheinlich Pflanze sein. Sind Pilze in dem Spiel Pflanzen? Ich würde ja wohl davon ausgehen, dass Pilze in diesem Spiel als Pflanzen gelten, oder? Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Feuer gegen die Typen effektiv wäre, oder? Normalerweise, wenn ich jetzt raten müsste, wäre das so. Wobei eigentlich... Ja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Das war jetzt aber nicht so mega. Ich wollte gerade sagen, also das hielt sich jetzt in Grenzen, Alter. Guck mal, wenn der jetzt normal vielleicht, müsste das ja schon beinahe reichen, oder? Wenn wir Glück haben. Hat es. Sehr schön. Habe ich ausnahmsweise mal was richtig geraten. Es ist ja so langsam aber sicher, beginnen wir vielleicht ein kleines bisschen zu lernen. Vielleicht ein kleines bisschen. Nicht allzu viel, aber dafür umso weniger. Leduba. Ja? Ich weiß ja nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich wechsle dann jetzt mal besser nicht. Jetzt mal davon aus, dass das auch ein Pflanzending ist. Das ist ein Käfer, müsste aber genauso funktionieren eigentlich. Feuer, oder? Also Feuer ist gegen Käfer, glaube ich, genauso gut wie gegen Pflanze. Also müssten wir jetzt eigentlich ja quasi dann... Ja, sehr, sehr, sehr fantastisch. Was war das jetzt? Reflektor. Oh, das sorgt jetzt bestimmt dafür, dass der nächste Angriff reflektiert wird. Ne, gegen physische Attacken nur, okay. Hm. Ja, wenn es sein muss, dann machen wir dich halt einfach trotzdem so auch platt. Danke. Es war aber dafür auch nicht sonderlich effektiv, aber dafür bist du jetzt auch tot. Hast du jetzt davon. Siehst du, hättest du mal nicht gemacht. Was sagst du, Pika? Du bist kein Pikachu, du Poser. Hi, Level 27. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Warte mal. Aber sich das ja quasi schon mal gelohnt. Ja. Ich glaube, dass einige von unseren Pokémonern, ich hatte das gerade, glaube ich, schon mal angefangen, aber nicht zu Ende geführt. Beim Level 25 Rex zum Beispiel müsste, glaube ich, bei Level 25 aufsteigen, beziehungsweise sich weiterentwickeln. Noch jemand? Das Wuffels, glaube ich, auch, oder? Keine Ahnung. Ich wünschte, ich wüsste, was meine Stärken sind. Kurzgewinn 640p. Wie du wünschst, willst du damit einfach sagen, dass du keine hast? Das hat sich damit natürlich eindeutig impliziert. Ich werde jetzt einfach mal, bevor ich zu den Typen da gehe, hier zu Mr. Typinken gehen. Bevor ich zu den Typen gehe, zu Mr. Typinken gehen. Ja, Gott sei Dank haben wir darüber geredet. Hi. Das war wohl nichts. Hi. Nimmst du das hier überhaupt ernst? Na klar. Ich will aber auch Spaß beim Kämpfen haben. Spaß haben. Das Recht, Spaß an einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt. Bist du für ein Sympathieträger? Oh Mann, Krutz. Ja, hi, dieser Typ macht mir Angst. Wieso? Weil er schwarze Sachen trägt? Wer macht denn sowas? Dein Name ist Krutz? Ja, wieso? Nein, bin ich nicht. Wer will das wissen? Du bist vorsichtig. Das gefällt mir. Mein Name ist Gladio. Hallo Gladio. Mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Ach, du bist quasi Auftragsmörder, ja? Aber lassen wir das Gerede. Jetzt wird gekämpft. Schön, dich kennenzulernen. Das ist so eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe in diesem Spiel, dass alle einfach immer mit mir kämpfen wollen. Alle wollen mich immer tot sehen. Team Skull Gladio fordert mich heraus. Ist das jetzt irgendein Zwischenboss oder was? Zubat. Ja, dann, warte mal, die sind ja bestimmt auf Flug, ne? Glaube schon. würde jetzt einfach mal vermuten, dass das ist und dann läuft das. Habe ich irgendwas, was irgendwie, nee, ist nicht. Aber was ist denn gegen Flug gut? Keine Ahnung.
Elektro scheinbar. Ich hätte jetzt tatsächlich Elektro geraten. Also, siehst du mal, wir kommen so langsam aber sicher voran. Wobei, das kann ja dann jetzt quasi auch jeder behaupten. Wobei, können diese Augen lügen? Au. Au. Das ist nicht sehr effektiv, bringt mich aber trotzdem drei Viertel um. Super, danke. Super Typ quasi, Funkensprung. Mach klar jetzt hier. So, ne, dann ist Super Typ auf jeden Fall schon mal hoffentlich tot. Läuft. Jetzt bin ich vielleicht mal bisher nicht mehr wie angelegt, Mr. Skull-Emo-Typ. Ja, ist okay. Komm ich schon mit klar. Kein Thema, yo. Typ 0 ein. Möchtest du Pokémon wechseln? Ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn Typ 0? Ach so. Ich versuche jetzt einfach mal das hier. In der Hoffnung, dass das irgendeinen Schaden macht. Es macht tatsächlich einfach Schaden. Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie irgendeinen... Das ist doch bestimmt jetzt irgendwie eine Anspielung auf irgendwelche alten Pokémon-Sachen. Das muss irgendeine Anspielung auf irgendwelche alten Pokémon-Sachen sein. Der Typ ist jetzt nicht einfach so irgendwie da. Warte mal, ich werde jetzt, glaube ich, einfach mal Kefkan benutzen. Der Typ ist jetzt nicht einfach so da. Und, gibt's irgendwie ein Pokémon, irgendwie so ein Bug oder so ein Scheiß, der irgendwie früher mal irgendwie passiert ist oder sowas? Kann sein, dass ich das irgendwann mal in einem Did You Know Gaming-Video gesehen habe oder so, aber pff. Wahrscheinlich täusche ich mich. Das werden mir die Leute in den Comments aber hoffentlich bitte erklären. Ansonsten bin ich sehr, sehr traurig. Dann, falls da total viel Schaden gemacht hat, ne? Das wäre toll, wenn man mir das quasi... Weißt du, wenn man einen alten... Das war nicht sonderlich stark. Danke. Oh, auf der anderen Seite... Bitte nicht instant killen. Nee. Okay. Aber auf der anderen Seite wird natürlich dadurch jetzt die Zähigkeit. Dingsbums da wieder. Also das ist schon praktisch, unser Eselchen. Das ist natürlich die Frage... Ich versuch mal, ist Gestein dagegen gut? Ich habe keine Ahnung. Na, wir werden sehen. Wir werden schon irgendwie, keine Ahnung. Wir versuchen jetzt einfach mal jeden einmal irgendwie zu verwenden, in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden, das gegen den Typ viel Schaden macht. Ich vermute mal, wie gesagt, dass der irgendwas mit Geist oder Dunkel zu tun hat. Moment, vielleicht ist Fee gut gegen Dunkel. Das wäre jetzt auf jeden Fall, Moment, das war nicht sehr effektiv. Das heißt, es kann sein, dass das jetzt dafür effektiv ist. Hehe. Sei effektiv. Das sieht auf jeden Fall nicht so scheiße aus. Ja, das ich glaube, da kann ich mit leben. Was, wenn ich, kannst doch meinen Hund nicht so einschüchtern. Bist du denn für einer? Arschloch. So, dafür bist du jetzt aber auch tot. Das ist jetzt davon. Ich hatte jetzt eigentlich wirklich damit gerechnet, dass gerade ein Monster das so heißt. Oder, Moment, oder ist das nur ein Name, das der hat und das Pokémon selbst heißt eigentlich anders? Das wäre natürlich auch noch im Bereich des Möglichen, ja. Da wäre ich dann quasi Stampfer. Ja, was macht Stampfer denn so? Das würde quasi auf jeden Fall einiges erklären. Normal. 65 Schaden normal. Ja, aber normal ist ja eigentlich nur gegen Sachen schlecht und nicht gut, oder? Gibt es irgendwas, wogegen normal wirklich gut ist? Ich glaube nicht, oder? Ich werde das jetzt einfach mal vergessen. Jetzt mal einfach davon aus, dass wir das nicht brauchen. Ich hoffe einfach, dass wir das nicht brauchen werden. Und dann läuft das. Ja, tschö, hast du jetzt davon. Hättest du dich mal nicht mit mir angelegt. Hast du den falschen wieder ausgesucht, ne? Kann dich nicht ausstehen. Danke. Beruht vermutlich auf Gegenseitigkeit. Du, was ein komischer Kauz. Aber okay, wir nehmen das mal so hin. Sieht das auch so dramatisch aus, wenn ich denn dann mal verliere? Das hätte ich besser wissen müssen. Das waren zu viele starke Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Wie bitte? Ich rede von dir und deinem Freund da. Sein Problem sind nicht seine Pokémon. Er will Spaß haben beim Kämpfen. Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er in einem echten Kampf gegen Inselkönig Halla nicht mal den Hauch einer Chance hätte. Dass er nur zum Spaß kämpft, ist nicht weiter als eine feige Ausflucht. Ach so. Das Ding ist, weißt du was, es gibt wahrscheinlich wirklich Leute, die so argumentieren gegen Leute, die Pokémon spielen, einfach nur um Spaß zu haben, anstatt es professionell mehr oder also so, anstatt es wirklich übelst fetten Strategien zu spielen und hast du nicht gesehen. Vermutlich denken die Leute das auch über mich. Fantastisch. Oh, du kennst Opi? Und du findest, dass ich stark bin? Ich brech ab, der große Gladiator hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser. Achso, hi. Natürlich. Hi. Ist wohl warm heute. Hab ich mir sagen lassen. War ja klar, dass ein herrenloser Streuner wie du eine große Klappe hat. Aber nichts dahinter. Am besten verziehst du dich einfach und überlässt das hier uns Profis. Davon rate ich euch ab. Was? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Ihre Pokémon sind stark. Wir sind den ganzen Weg bis hierher gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurück. Dabei hätten wir das Herrscher-Pokémon vom Plätscherhügel schon so gut wie in der Tasche, bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's. Komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt ja das alte ausgelutschte Sprichwort. Flux nach Hause, mein Kind, wenn Kramurks am Himmel sind. Sperr mal die Lausche auf, Gladio.
Der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du bist und bleibst unser Laufbursche. Du wirst nie zu uns gehören, hast du endlich kapiert. Also wird Gladio irgendwann vermutlich ein guter Kerl werden. Ja, ich habe verstanden. Plot Twist City. Also zumindest das, was ich jetzt raten würde. Ich möchte gerne auch jedes Mal irgendwie so ein Logo. Ich krieg nicht jedes Mal ein Logo, ich bin sehr, sehr traurig. Danke, Krutz. Und dir auch, Trompek. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Danke, wenn das Lob von einem Profi wie dir kommt, ist das natürlich sehr viel mehr wert. Jetzt? Wenn ich die Prüfung am Plätscher bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Hier, Krutz, das wird dir bestimmt helfen. Halt die Ohren steif. Also, 43 Beleber. Ja, also gehen wir mal davon aus, dass dieser Plätscherhügel so weit nicht mehr ist, sondern dass wir dann jetzt hier diese ganzen Typen, wenn du sagst, das Schild, der Route 5, verworrener Weg nach Blabla, das, achso, Moment, da links wird dann wahrscheinlich der Plätscherhügel sein, hier oben, ja, dann werden wir jetzt dann, vermute ich mal, in der nächsten Episode die ganzen Trainer hier noch machen, Tipps für Trainer, das Item Fluchtseil ermöglicht es dir, zu ihm nur aus einer Höhle zu entkommen. Das weiß sogar ich, mein Freund. Dass wir die ganzen Trainer dann jetzt hier umbringen, beziehungsweise bekämpfen. Klar. Die hier noch so zugegen sind und dann. Mit diesen Steinen wird es mit Sicherheit auch noch auf sich haben. Offensichtlich. Und dann, da oben ist noch einer. Dass wir die jetzt alle bekämpfen. Ach, Moment, da waren diese beiden Team Skull-Typen, die hier gerade irgendwo in der Ecke standen, die beiden. Und mit denen hätte ich vielleicht gar nicht gekämpft. Der Mantis, der ist wahrscheinlich auch Käfer. Es würde ja jetzt quasi Sinn machen, ich weiß es nicht auswendig, aber es würde aus meiner Sicht Sinn machen, wenn ein Vogel mit Flug stark wäre gegen ein Insekt. Okay, manchmal kann man dann scheinbar doch auch mit ein wenig gesunder Logik hantieren. Sofern dieser Typ denn jetzt wirklich ein Käfertyp war. Denke allerdings mal schon, oder nicht? Also das ist jetzt auf jeden Fall der Plan. Dass wir natürlich dann in der nächsten Episode die letzten paar Trainer hier besiegen. Ich schätze mal, dass diese ganze Steinschlucht, die da so nach oben geht auf der Minimap, dass wir die dann irgendwann später mal machen würden oder noch machen müssen, weil ich denke nicht, dass ich jetzt im Moment durch diese Steine da durchkomme. Ich kann versuchen, das mit Tauros zu machen. Die Dinger sehen aber für mich deutlich anders aus als die Dinger, durch die ich mit Tauros durchgekommen bin. Deswegen denke ich mal nicht, dass das funktioniert. Meine Damen und Herren, für hoffentlich in der nächsten Episode zumindest den Anfang von Plätscherhügel, Like-Button kaputt kloppen und so weiter und so fort in den Kommentaren. Strom. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du da warst und offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.